Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, der Untergang des Sonnenbewohners anzunehmen bei Lady Liadwin in Insel von Quel'Danas. An dieser Position ist, wie man sieht, die Endquest der Questreihe für die Traditionsrüstung der Blutelfen. Bleibt wachsam. Quest ist angenommen. Nun darf man das Szenario abschließen, der Untergang des Sonnenbrunnens. Man darf sich also in die Bettinstanz begeben. Laufe also hier hinein. Gebe nochmal die Map. Nun ein Ladebildschirm. Könnte ein bisschen dauern, da ich mich auf dem Patch-Server befinde. Oh, wie es aussieht, ging ganz flott. Nun befinde ich mich in der Sonnenbrunnen. Man darf sich also hier in die Mitte begeben von dieser leuchtenden Fläche. Und zwar ziemlich nah an dieser schimmernde Dings-Statue oder Erscheinung. Dann bekommt man so einen extra Knopf. Wenn ihr weiter weg seid, ist er weg. Benutzen den extra Knopf. Nun darf man Untote töten. Wenn ihr in dieser Kuppel steht, bekommt ihr ziemlich viel Heilung. Das sollte euch nichts passieren. Ihr seht 10.000, 12.000, 25.000. Also seid ihr da ziemlich gut geschützt. Soweit ich weiß, bekommt man draußen diese Heilung nicht. Ich bleib mal hier, um das zu testen. Ja, wie man sieht, geht das Leben nach unten. Was mich aber wundert, wenn man in die Kuppel geht, bekommt man irgendwie keinen zusätzlichen Buff oder Anzeige oder so. Naja, an sich egal. Ich habe euch hinreichend Gelegenheit zur Kapitulation gegeben, doch ihr habt euch geweigert. Somit bringt der heutige Tag das Ende eures Volkes und seines alten Erbes. Wie ihr seht, habe ich da Leben verloren. Ich laufe mal zurück in die Kuppel und dann dürfte es ziemlich schnell ziemlich voll sein. Diese Schatteneinschläge machen ziemlich viel Schaden. Das solltet ihr ein bisschen aufpassen. Die Kuppel heilt aber dennoch ziemlich gut. Also ich finde das gut sichtbar. Nun heißt es Arthas besiegt. Wie ihr seht, passiert aber nichts, wenn ihr wartet. Ihr müsst nämlich was machen. Zuerst der Hinweis, Nashman. So. Ihr müsst zu Arthas hinlaufen und dann diesen Extra-Knopf drücken. Dann geht's weiter. Arthas metzelte unsere letzten Streitkräfte nieder und ließ Kel'Thuzad im Sonnenbrunnen als mächtigen Lich auferstehen, was den Brunnen unwiederbringlich verderbte. Unser Volk wäre bald demselben Schicksal erlegen,
da wir weiter an seine Magie gebunden waren, so entschied Prinz Kaeltas schweren Herzens, den Sonnenbrunnen zu vernichten. So, nun darf man zu dieser schimmernden Erscheinung wieder ganz nah dran laufen. Dann hat man den extra Knopf. Drücken. Möge das Sonnenlicht uns bis zum bitteren Ende leiten. Kanonendonner. Die Amani sind an der Küste gelandet. Wir müssen uns beeilen. Streckt genug Untote nieder, um uns eine Bresche zu schlagen, und überlasst den Rest den Trollen. So gewinnen wir etwas Zeit. Trolle? Okay. Was hat er bloß getan? Die Seele unseres Volkes ist nur noch ein entweihter Quell der Verwesung. Und mit jedem Sonnenaufgang wird es... Jetzt labern die wieder ewig. Liadrin, bewacht den Eingang. Lasst niemanden passieren. Ja. Auf jeden Fall heißt es jetzt Untote töten. Wie man sieht, halten die Mobs ein bisschen was aus. Heißt also, kämpfen. Weiter geht's. Und noch mehr Mobs. Yeah. Oh, ein größerer Mob. Ich töte zuerst die Kleinen. Und nun diesen Seuchenhund. So, weiter geht's. Ich bin verwandelt. Sehe ich jetzt erst. Aha. Ja, könnte der ein bisschen mitkämpfen? Nö, kein Bock. Dann kämpfe ich halt allein mit den anderen NPCs. Er kann ja bloß weiterlaufen. Mitkämpfen. Aha, gefiert. Schattenblitz fehlt nicht, Schattenblitz-Salbe kann auch nicht, Furcht jetzt. Naja, das ist gleich. Die Fläche hier in der Mitte macht anscheinend keinen Schaden.
Und Kelter steht wiederum. So ein eingebildeter Schnösel. Jetzt verteilen sich diese NPCs anscheinend. Nun darf man sich hier in diesen Dings begeben, Kreis, oder? Ne, ist kein Muss. Das ist was anderes anscheinend. Ich stelle mich mal hinein. Ich bin der Mittelpunkt, so. Und nicht dieser Keltas oder Keltalas oder wie auch immer. Mob ist tot. Ja. Ich bin die Klinge des Lichts. Aldiel Shala. Nun darf man hier dieses Portal benutzen, Portal nach Silvermond. Ladebildschirm. Was? Man hat mich aus der Gruppe entfernt. Sauerei, ich war doch freundlich. Okay, ich habe einen Leader beschimpft, aber... sondern davon, diese Tragödien zu überwinden. So, Quest ist abzugeben bei Lordhemar Theron in Silvermond an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Ciao.